Nach knapp 4 Jahren stand Frauenmeister Viktoria Bamberg in der ersten Bundesliga 120 wieder am Rande einer Niederlage. Am zweiten Spieltag führte Vizemeister Schretzheim in der Höhle des Löwen 30 Wurf vor Schluss mit 20 Kegeln Vorsprung. Großen Anteil daran hatte im Startdurchgang die Partiebeste Simone Schneider, die 622 Kegel erzielte. Im letzten Räumen zeigte der Titelverteidiger aber Nervenstärke. So gewann Ioana Antal mit einer 7 im letzten Wurf das Duell gegen Bianca Sauter knapp mit 597 zu 596 bei 2:2 Sätzen. Ines Maricic wurde mit 612 Kegeln Bambergs Beste. Auch Corinna Kastner gewann ihr Duell. Dennoch hatte es die Schretzheimerin Sabina Sokac im letzten Wurf in der Hand ein Unentschieden zu erreichen. 3 Kegel standen, 2 musste sie treffen. Es wurde nur einer. Und Bamberg gewann die Top-Partie des Wochenendes mit 5:3. Makranstedt verfehlte beim 6:2 gegen Freiberg den deutschen Teamrekord von Zerbst mit 4057 nur um 18 Kegel. Der Spieler des Spieltages, Tobias Schröder, blieb mit 714 nur 4 Kegel unter seiner Bestleistung. Teamkollege Markus Bösewetter kam auf 710 Kegel und ist 21. Spieler im Club der 700er. Auch das gibt es. Ein Schmetterlingsbefall stoppte die Zweitligapartie der Frauen zwischen Kaiserslautern und Willingen. Die neue Bundesliga-Rekordlerin Vanessa Welker aus Kaiserslautern ließ sich dadurch nicht beirren und wurde mit 624 Kegeln zum zweiten Mal in Folge Spielerin des Spieltages.